Stiftsgymnasium Seitenstetten freut man sich über 3 neue Klassenräume. Diese haben jedoch eine Besonderheit, denn der Unterricht findet unter freiem Himmel statt. Wir haben 3 Klassenräume, grüne Klasse, gebaut. Das sind Außenlernräume, ein Projekt der Schüler, haben die Schüler initiiert, geplant, auch an der Umsetzung mitgeholfen, sogar an der Finanzierung. Und schließlich wollen wir es dann für die Schule nutzen, dass wir da einen Klassenraum gefunden haben. Es ist eine perfekte Abwechslung zu Indoor-Klassenräumen, denn so viel Sauerstoff, wie man in der Natur bekommt, kann ein offenes Fenster nicht bewerkstelligen. Schüler sowie Lehrer können hier konzentrierter und effektiver arbeiten und lernen. Da bin ich mir ganz sicher, dass die frische Luft, die grünen Bäume in der Umgebung, dass das einfach eine neue Lernatmosphäre, eine neue Lernmotivation schafft. Und einfach der Wechsel von Räumen, glaube ich, sowieso, der bringt sehr viel und fördert einfach immer wieder die Aufmerksamkeit. Im Stiftsgymnasium Seitenstetten werden die Meinungen der Schülerinnen und Schüler sehr ernst genommen. So wurde auch die Idee der Schüler zum grünen Klassenzimmer schnellstmöglich umgesetzt. Die Idee ist uns vor 2 Jahren im Wahlpflichtfach Biologie gekommen. Da waren wir in der 6. Klasse und im Wahlpflichtfach hat man eben die Möglichkeit, sehr frei zu arbeiten. Und wir haben uns dann mit dem Herrn Professor dafür entschieden, dass wir eben ein grünes Klassenzimmer bauen wollen. Durch Corona hat sich das Ganze sehr verzögert. Dann haben auch andere Klassen mitgewirkt und irgendwie ist das halt dann so zustande gekommen, wie es jetzt da ist. Und das freut uns natürlich. Wir haben das vor die 8. Klassen ein bisschen übernommen und es war wirklich eine gute Dynamik da, mit der wir das dann vollenden haben können. Durch die grünen Klassenzimmer entstehen mehr Selbstständigkeit, Kreativität und Resilienz durch das Lernen in und mit der Natur. So ziemlich jedes Schulfach findet hier seinen Platz. Also diese 3 Freilandflächen, die wir da geschaffen haben, die wir die grünen Klassenzimmer nennen, bieten sich eigentlich für alle Fächer an. Wir haben ein großes Amphitheater geschaffen, wo man Theater spielen kann, wo man singen kann, wo man tanzen kann, wo man Sport machen kann. Wir haben 2 Bereiche, wo man in kleinen und größeren Tischen sitzen kann. Wir haben Tafeln dabei, das heißt, man kann da Latein unterrichten, man kann da Musik unterrichten, man kann Geografie unterrichten, man kann Sprachen unterrichten, wo man gemeinsam Kommunikation üben kann, man kann Mathematik unterrichten, man kann Geografie da in der Fläche unterrichten, Sport, Yoga, irgendwo in der Wiese und natürlich Biologie und alle Fächer, die mit Naturwissenschaften, mit der Natur in Zusammenhang stehen, direkt vor Ort in der Natur hier unterrichten. Wir sind überzeugt, das grüne Klassenzimmer ist eine Bereicherung durch und durch.